Eigentlich hab ich gedacht, wenn ich auf meinen Schlaf verzichten würde, ja dann lohnt sich die Nachtschicht. Eigentlich kann das doch gar nicht sein, dass ich die ganze Woche hasse, doch die Kohle so knapp ist. Es ist so, als müsste ich einmal durch den Atlantik. Und das alles mit einem Paddelboot statt einem Flaggschiff. Eigentlich will ich nicht meine Augen verschließen, doch es geht leider nicht anders, wenn du schon so lange wach bist. Ich will meine Trauma dressieren, es kann dich traumatisieren. Ich musste aufhören mit dienen, denn wenn ich weitermache, könnte ich mein Zuhause verlieren. So wie die Autopapiere, vielleicht die Frau, die ich liebe. Vielleicht geht auch die Familie, können fetten Aufenthalt kriegen, so zwischen Mauern und Gittern. Und da ich auch in der Krise oft sehr schnell sauer aggressiv bin, gibt es da kaum für Ventile. Das heißt, ich schraube an diesem Track für den Raum, den ich miete. Eigentlich will ich dann nur noch Teilzeit arbeiten und mehr von meiner Zeit in die Tracks stecken. Aber wenn ich da mal frei hab, will ich nur noch high sein und weg pennen. Hin und her gerissen, Hirn hat herbe Risse, inneres Wertesystem gibt dir mehr Gewissen. Kriegt dann derbe Bisse, kickt wie Pferde, Tritte zwischen Herz und Rippen, findet wer die Mitte. Ich sicherlich nicht, ist nicht so wichtig, ich schwimm da nicht mit. Ich verwisch die Statistik, shit just got twisted, es ist wie ein Lichtblick für Riddick. Ich muss auf dem Boden bleiben, wenn was am Verhungern, doch das Leben ist für mich hier kein Picknick. Kann wieder mal nicht pennen, denn ich klebe an dem Schriftbild, bis es fix ist, jetzt gib mir den Prittstift.